Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Abgefahren. Heute ein neues Informationsvideo zu Project Cars 3, denn in den letzten Tagen und Wochen sind ein paar interessante Infos zu Project Cars 3 veröffentlicht worden, zum Beispiel das Release-Datum, denn nun ist bekannt, dass das Spiel in 2 Monaten am 28. August 2020 veröffentlicht wird. Ebenfalls wurde der erste Dev-Blog auf der Project Cars Game Homepage gepostet und unter anderem gibt es damit die Bestätigung, dass es keine Boxenstops geben wird und damit einhergehend gibt es auch keinen Reifenverschleiß und keinen Spritverbrauch mehr, was den Fokus mehr aufs Fahren und nicht auf das taktische Drumherum legen soll, was ja eigentlich eh Arbeit eines oder mehrerer Mechaniker oder Ingenieure sei. Die Engine würde weiterhin das komplexe Zetat-Reifenmodell simulieren, nur seien die Auswirkungen auf den Fahrer diesmal geringer, da sich um das Ganze drumherum nicht mehr zu kümmern habe. Meine persönliche Meinung dazu gibt's am Ende des Videos. Aber ebenfalls sind nun mehr Details zum Tuning und Customizing klar. So wird man eigene Lackierung erstellen und mit Decals und Sticker versehen können. Außerdem kann man Materialien einfärben, Felgen und Reifenmarken auswählen und einstellen, um sein Auto ebenso zu individualisieren. Aber es gibt auch einen ersten Hinweis darauf, was technisches Tuning betrifft. So wurde nämlich gepostet, dass man einen Turbolader in seinen GT86 bauen könne oder zum Beispiel GT3 oder GT4 Rennwagen ohne Restriktor fahren und testen kann. Wie umfangreich dieses Leistungstuning aussieht, lässt sich bisher aber noch nicht beurteilen. Bestätigt wurde in einem weiteren Post, dass es nicht nur wie im Trailer zu sehen Straßenfahrzeuge und GT-Rennwagen gibt, sondern zum Beispiel auch alte Open-Wheeler, die man auf der historischen Version von Monza fahren kann. Eine komplette Fahrzeug- und Streckenliste gibt es bisher noch nicht. Des Weiteren ist nun auch klar, dass man sich Autos und Teile mit Credits kaufen kann, die man in-game verdient. Ich vermute allerdings immer noch, dass das eine Funktion innerhalb der Karriere sein wird. Ich denke, es wird auch einen freien Modus geben, in dem man die Fahrzeuge nicht erst kaufen muss, um die zu fahren, aber auch das ist noch nicht bestätigt. Das waren erstmal die ganz neuen Informationen, deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu meiner Meinung zu dem Ganzen. Ihr wisst ja, ich bin immer recht hoffnungsvoll und optimistisch unterwegs. Daher habe ich mich eigentlich schon damit angefreundet, dass das Spiel eher für den breiten Markt und nicht unbedingt für uns nischige Hardcore-Simracer gemacht ist, wie auch immer dieser Begriff überhaupt zu definieren ist. Allerdings gibt es da so Aussagen, die das Ganze irgendwie doch in diese Richtung drängen wollen. Ian Bell zum Beispiel, CEO von Slightimate Studios und mittlerweile Creative Director bei Codemasters, schreibt nämlich immer noch auf Twitter, dass es sich bei PC3 um eine pure Simulation handelt, nur eben mit etwas mehr Spaß drumherum, was ja eigentlich auch ganz gut klingt, also geht ja gut über die Lippen. Die Frage ist halt bloß, in welcher Welt die Reifen immer die optimale Temperatur und somit Performance bieten und nie verschleißen, in welcher Welt sich Reifen automatisch in Regenreifen umwandeln und man keine Boxenstops in einem Rennen machen muss. Vielleicht sind die Rennstrecken ja alle in Hogwarts, dann wäre das zumindest geklärt. Aber ja, Spaß beiseite. Ich will das gar nicht so ins Lächerliche ziehen. Ich würde mir halt nur eine etwas ehrlichere Kommunikation wünschen. Und zu sagen, dass man die Pitstops rausgenommen hat, damit man den Spielern nicht in seiner ach so geilen Renn-Action stört, ist halt einfach kein gutes Argument. Das klingt so, als würde man uns einen Gefallen tun, indem man das Feature rausnimmt. Und das finde ich halt komisch kommuniziert. Man konnte früher nicht alle zufriedenstellen und das wird man auch mit Project Cars 3 nicht schaffen. Das hat keine Sim, kein Rennspiel je geschafft, weil immer irgendwas zu meckern da ist. Aber es nach außen so zu kommunizieren und solche Aussagen zu treffen, lassen halt einfach so einen faden Beigeschmack zurück, der meiner Meinung nach einfach gar nicht nötig wäre. In einem Punkt gebe ich Nathan Bell, Online-Marketing-Director, allerdings recht. Ohne Veränderung, sagt er, gibt es keine Innovation und ohne Innovation recycelt man quasi nur das gleiche Spiel. Und das wirft meiner Meinung nach ein Problem auf, was ich schon seit längerem mit mir rumtrage. Wie sieht die Zukunft des Simracings aus? Mittlerweile haben wir mehr als eine Handvoll guter Simulationen, die recht realistisch funktionieren, viele echte Strecken, Rennserien, Reglement und so weiter. Und da tut sich für mich die Frage auf, was ist der nächste Schritt im Simracing? Die Entwickler können so weitermachen, bis jede Strecke der Welt und jede Rennserie bis ins kleinste Detail nachgebildet und nahezu perfekt simuliert ist. Aber was dann? Ich sehe im Simracing ehrlich gesagt keinen Spielraum für die Innovation oder die Revolution. Daher kann es wirklich Sinn machen, mit einer Art Spaßsimulation entweder einen neuen Markt zu erschließen oder die Lücke zwischen Funracer und Hardcore-Rennsimulation ein bisschen kleiner zu machen. Aber vielleicht bin ich doch da einfach nur zu pessimistisch und zu unkreativ, da würde mich eure Meinung mal sehr interessieren. Zum Abschluss möchte ich noch eine kleine Frage stellen, was mir nämlich persönlich aufgefallen ist. Wieso sieht man in den bisherigen Promo-Posts und Screenshots der letzten 3 Wochen nur den AMG, den NSX und die neue Corvette? Im Gameplay-Material gab es hier und da mal ein paar andere Autos zu sehen, aber alle Fotos und Promo-Shots sind von diesen 3 Modellen, check ich nicht. Aber gut, das war's erstmal. Wenn ihr weiterhin über Project Cars 3 informiert werden wollt, abonniert den Kanal, denn ich werde Project Cars 3 weiterhin interessiert verfolgen und es auf jeden Fall anzocken, sobald ich kann und die Möglichkeit dazu habe. Bis dahin, lasst ein Like, damit es euch gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream. Macht's gut, tschüssi!